Willkommen zurück zu Fall Guys. Ja, in der letzten Folge, die schon etwas länger her ist für mich, also ich habe noch nicht wirklich weitergespielt seitdem, sind wir mal sogar bis in die, ich glaube, vierte Runde gekommen. Ja, und heute versuchen wir es mal vielleicht ein bisschen weiter zu schaffen. Oder wieder in die vierte Runde, das finde ich auch ganz nice. Komm, zwei Spieler noch. Also ich werde einen Plan festhalten, 10 Episoden hiervon, dann sollte ich eigentlich genug für so vom Spiel gezeigt haben. Das Prinzip sollte klar sein. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich ein Endspiel gewinnen werde, aber hey, it's just fun, isn't it? Meide die Zusammenschnappen. Oh Gott. Ja. Oh, zweite Reihe, zweite Reihe. Bitte, zweite Reihe. Ich hasse dieses. Ich hasse euch, ey. So. Ja, wow. Wow. Ich werde nicht weiterkommen. Ich werde literally nicht weiterkommen. Das ist. Wir gehen in die nächste Runde. Ich will in die nächste Runde gehen. Hallo, ich will rausgehen. Mag ich nicht die Map. So gar nicht. Und das Ganze nochmal von vorn. So, und auf ein neues. Ich kann nicht singen. What the fuck? Überwinde alle mittelalterlichen Hindernisse und renne zur Ziellinie. Also kreativ sind sie ja mit ihren Maps, das muss man sagen. Ich muss da drüber springen, okay. Ich fall doch locker dadurch. Ja, okay, so sehen wir wenigstens auch mal alle Startmaps. Wie kann ich mich festhalten? Ich könnte am liebsten gegen die Tastatur schlagen, ey. Das ist schon mal nicht. Ja, ich werde wieder ausschalten, weil die Steuerung hier nicht kann. Ich muss mich mal mit der Steuerung abseits der auf. Aggressionspotenzial hat das Spiel doch, also. Please no. Nein! Das nie und nimmer schaffen, ey. Was zum? Boah. Könnte. Das ist immer meine Hand, die auf die Tastatur knallt. Also. Junge! Ich. Junge!
Junge, nein! Ich bin so raus, ey. Nein! Ich kann einfach nichts machen, ey. Junge, ich will doch nach rechts einlenken, Mann. Ja, kann ich so knicken? Kann sich bitte jemand... Danke, Drecksgame. Also, diese Map ist nicht meins. Boah. Ich weiß, warum ich lange in solche Skill... Das ist ja nicht mal skillbasiert. Ich muss einfach die Map lernen. Ich bin so schlecht in solchen Spielen. Aber hey, wieder Kontenance bewahren, runterkommen und ein neues. Auf ein neues und ein neues. Hä? Ich frage mich, wie ich 10 Episoden hiervon überstehen soll. Ach ja, die Fans, da bin ich auch so gut drinne. Kurz in die Runde, wenn ihr ein anderes Online-Game sehen wollt, an dem ich verzweifle, einfach nennen. Also ich bin auf der Suche aktuell nach solchen Spielen, um mal wieder den Blick in einige Online-Games zu werfen. Fall Guys, nein, bereuen tue ich es noch nicht, aber ja. Danke, das ist richtig gut, so alle auf einen Haufen. Boah, danke, du... Wow. Ich komme mit der Steuerung absolut nicht klar. Könnte... Ich hasse solche Maps, ehrlich. Das Blöde ist, wenn ich nicht direkt versuche zu springen, warten ist einfach komplett für die Tonne. Ah ja, da kann ich dann auf einmal nicht greifen oder sowas. Diese Spieler, die einen da absichtlich versuchen, noch dann runter zu. Ich wäre so durch gewesen. Danke, Spiel. Wo kannst du das mal? Boah, was für Untermenschen warten die ganze Zeit darauf, nur um einen hier. Ich würde es auch machen, ich weiß. Und ich laufe einen Meter zu weit. Boah, das wird so toxisch noch die nächsten Folgen. Natürlich springe ich nicht. Natürlich springe ich zu spät. Ich könnte heulen, ey. Ich hasse diese Map, ehrlich. Natürlich kann er aus dem Stand dann nicht noch einen Meter weiter hüpfen. Das natürlich laufe ich zu. Kann sich bitte mal jemand qualifizieren? Die Map ist nicht schön. Ist halt mit einer der noch skillbasiertesten Maps, sag ich mal. Ich habe keine Lust mehr, kann sich bitte einer qualifizieren. Ich warte jetzt hier. Ich
Das war zwar mit die vielversprechendste Runde. Also jetzt hier von wegen weit kommen. Oh ja, wie schade. Ich will nicht zu. Ach, ich habe auf Zuschauen geklickt. Nee. Hallo, nein, ich will nicht auf. Ich will nicht zuschauen. Toxic Level ist da. Eine Runde versuchen wir noch. Aber das, die Serie wird immer schön nur auf 10 Minuten gestreckt. Ah. Das ist geil. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, gerne mal einen Kommentar rein. Wer sich diesen Quatsch bis hierhin anguckt. Oh. Also das Spiel macht in irgendeiner Weise Spaß, aber ich bin halt mega schlecht. Und wie gesagt, nicht alles, was ich während hier im Affekt sage, so auf die Goldwaage legen. Ne? Es ist sonst... das ist halt so, hätte ich bald gesagt. Man riecht sich halt auf während des Spielens. Wobei man ja auch besser spielen könnte. Nein, ich nicht. Die Wippen. Ach, das ist wieder die Map, wo man darauf angewiesen ist, dass alle anderen auch so ein bisschen so einen halben Gleichgewichtssinn haben. Ne? Das, was nicht funktioniert in einem Battle Royale angelehnten Konzept. Gerade in der Übersicht sah das eigentlich mega kurz aus. So geil, dass alle. Boah, Leute. Das sind solche Affen, ey. Boom, ich bin weg. Das lief gut. Jungs, ihr seid richtig gut, ne? Ihr seid richtige Helden. Oh, ich erwische den Absprung nicht. Ich bin auf der komplett falschen Lippe, ey. Geschafft. Geil, geil, Jungs, ihr seid richtige Helden. Ihr seid richtige Helden. Bitte nicht. Ey, was ist mit euch? Warum? Wenn es wieder nicht schaffen, weil alleine kommst du auf hier nicht großartig rüber. Du musst so ein richtig geiles. Oh, Jungs. Ich bin so raus schon wieder. Ja, ab jetzt will wieder jeder nur noch irgendwie so halb rüber. Auch wieder doof. Alles doof hier. Keiner kommt so richtig rüber. Komm, doch, ja, ja, kommen Sie, kommen Sie. Jungs! Was ist mit dir, du Unterwesen, ey? Entschuldigung. Da steht da echt einer vor und... Ich krieg so einen mittelschweren Kulturschock, weil ich seit 100 Jahren gefühlt keine Multiplayer-Games mehr gespielt habe. Also, egal, wir haben diese Runde überstanden. Also wird es doch etwas länger als 10 Minuten. Das ist schon mal gut. Was hat das Spiel jetzt für uns? Parat. Boah, bitte nicht das mit den Ringen. Das mit dem Fußball hatte ich auch noch nie. Da bin ich aber, glaube ich, auch mega schlecht drin. Eigentlich alles, was so auf ein bisschen... Multiplayer basiert. Aber es gibt halt auf 10 Spielern gibt es 9, die besser sind.
Das darf nicht wahr sein. Auf 9 Spiel, auf 10 Spieler kommen 9, die besser sind wie ich, also. Also wird dann hier jetzt auch, denke ich mal, heute Schluss sein. Wollte ich 2 Folgen aufnehmen, ne? Ich bin jetzt schon am überlegen. Der erste wird mich hier gleich schon runterschubsen von denen. Das war's, ey. Puff. Wieso zurückhalten, ey? Meine Güte, warum kann man nicht... Vielleicht am Anfang jetzt gerade so gut durchgekommen. Jetzt rutsche ich wieder überall ab hier, ey. Man wird unkonzentriert, das ist das Problem. Festhalten, Mann. Ich habe mich immer gewundert. Ich habe mir so ein paar Rage-Compilations von dem Game angeguckt und mich gefragt, wie sich Leute so. Es ist eigentlich ein ganz normales Jump'n'Run, habe ich mir gedacht. Er wartete einfach nur, dass er einen irgendwie. Ich bin so raus hier, ey. Bin gut reingekommen, ne? Aber. Will am liebsten gerade noch. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Mich irritiert, dass dieser Mensch da hinter mir steht. Das. Natürlich, ich bin drüber gesprungen. Keine Lust mehr. Können sich bitte 2 Leute qualifizieren? Das ist. 10 voll. Das ist mit 10 Folgen hiervon und ich bin nochmal um gefühlt 10 Jahre gealtert, ey. Ich bin einfach nur schlecht. Das. Ich versuche mich jetzt hier gerade mal so ein bisschen drauf zu bewegen, um mich ein bisschen an diese Fans zu gewinnen. Auf diese Propeller da zu bewegen. Ja, komm. Puh. Eine Runde haben wir überstanden. Das ist schon mal gut. Leute, ich mache an der Stelle Feierabend. Wenn ihr trotz Rage-Compilation gefühlt weiter gucken wollt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn nicht, dann oben rechts ist das X. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.